Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium. Und wie man sieht, stehen wir noch vor diesem alten Haus und wir haben ja einiges erfahren durch Thomas in der letzten Folge. Deswegen, also er ist mein Vater, das habe ich mir ja schon vorher gedacht. Und jetzt wollen wir mal die Erkenntnisse okay, Marianne. Wer focus. Wen wann warum gekillt hat. This was your home once. There's gotta be something here. Altes Bild. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Okay. Da ist noch irgendwas. Kommen wir jetzt nicht runter. Noch ein paar Minuten. Another photo. Somehow it feels. Ups, ich vergedrückt. Fühlt sich wieder falsch an, sagt sie. Is that a dollhouse? Mach mal auf. How the hell did it survive the fire? Locked. Maybe there's a way to open it. Ein Haus zu öffnen, kann man aber schon mit irgendwas mit einem Hammer machen oder so. I feel like I should find somewhere to put it. Ach so, okay, Entschuldigung. Aber natürlich so. This doesn't feel right. Maybe I should try a different order. Halt. Vielleicht jetzt dahin? Ja. Fühlt sich anscheinend auch nicht richtig an. Okay. Also, pass auf, pack mal so Runde hier hin. Das dahin. Das andere Eilige dahin. Scheint auch nicht richtig zu sein, dafür nimmt das weg. Und das auch. Packen jetzt das Hochkant hier hin. Und das längliche dahin. I think that's it. Okay. The Rekovich Family History. Na gut. Nicht so schwer. Hm. All burnt up. But I can still make out some of it. Was kann sie denn da jetzt noch groß draus machen? Sehen kann ich hier nichts. Na gut. Da war ja auch noch ein Spiegel, da können wir auf jeden Fall mal reinhopsen gleich. Alright. Let's see what's on the flip side of this place. Boah, wieder aufschneiden hier, die Scheiße. Packt immer so ein bisschen das Messer. Muss man einen richtigen Dreh finden wahrscheinlich. An ornate butterfly. Also haben wir ja draußen gesehen, können wir vielleicht wieder ranbringen da. Strange, it's like feelings etched into the wall. Also das ist wahrscheinlich die Reihenfolge gewesen von den Bildern. Okay. Können wir noch weiterkommen? Nee. Ich würde behaupten, jetzt haben wir diesen Schmetterling. Und wir haben ja auch die Bilder auf der richtigen Seite gehabt. Ich dachte, ich könnte das hier irgendwie das hier ransetzen. The dollhouse. Hä? Wieso ist das jetzt auf? It's open. Was war eben schon auf? Nee. It looks like a replica of the actual house. Looks like I could put something here.
Ich habe leider nichts. Auch. A tiny mirror. Also. Packen wir die mal hier hin. Strange. It feels like something shifted. Was hat sich denn bewegt hier? Vielleicht hier drin? Guck mal kurz rein. I knew it. Ach, guck the mal. Dollhouse, the mirrors, it's all connected. Können wir hier einfach andere Räume this sehen? Feels okay, das ist abgespaced. Very familiar. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Stimmt. Da passt vielleicht hier hin. Ja, anscheinend nicht, was, ne? Dahin? Nee. Dahin? Nee. Lass uns mal den anderen Schmetterling finden, oder? Nehmen wir mit wieder. Suchen wir mal die anderen Schmetterlinge, dann glaube ich, kriegen wir das auch hin. Ist noch ein Schmetterling hier drin? Schneiden wir nochmal auf. Alter. Lust und zack. Hey. Okay. Nummer 2. Okay, das soll auf jeden Fall nicht hängen. Mehr finden wir hier dran nicht. Dann lass uns mal das nächste Zimmer nehmen. Da müssten wir auf jeden Fall ja noch einen finden. Wieder rein ins Zimmer und gucken, was jetzt bewegt hat. This room feels like it's pushing me out. Das ist eine coole Idee eigentlich, ne? Wait. I don't think this belongs here. Nee, es gehört wahrscheinlich an diesem dieses Spielding da, dieses Windspielgerät. Gehen wir da mal ran. Gucken wir uns noch einen Schmetterling hier. Oh, komm schon. And another one. So, jetzt haben wir 3 Stück. Das ist mal das Zimmer hier, wo Gutachten nochmal ist, hier noch irgendwas. I hate you. All of you. Oh. None of you know. None of you understand. I do. Another mask. Noch eine Maske. Ist die Frage, wem die Masken gehört. Einmal meiner Schwester, die andere mir. Bin ich vielleicht schon gestorben? Ach, hier, guck mal, ich kann mal aufschneiden. There's something underneath. Boah. Zerschneide die Haut mit L. Was machen wir? Sind wir gut drin. What is this? Okay, hier können wir Masken reinsetzen. A tea party with the devil? I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. Das ist ja der Papa, aber der redet so ein bisschen wie dieser. Also wie dieses Monster, das hinter uns her war, oder? Ein bisschen so ein Charakter der Stimme, finde ich. Aber warte mal, wir müssen jetzt einmal noch mal ins Mobili zurück. Das heißt, wir gehen hier rein. Wir müssen da nochmal rein. Dieses Mobile, was da oben hing, da können wir doch das Ding da reinpacken. Wow. Ja. Noch was hier drüben, ne? Oder bin ich verkehrt? Da. I don't need her.
She took my mom away from me! I hate her! I wish she was dead! Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Hope that's the... So, jetzt haben wir den letzten. Wollen wir zum Bett gehen? Nur einsetzen, ne? Das Ding? Ja, das Ding, ne? Und hier vielleicht eine Dicke? Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Das ist jetzt die Maske. This place is like. Oh Mann, ich hab's weggedrückt. Okay. Jetzt mal zurück. Dann müssen wir mal die Geistermasken da reinballern. Das machen wir jetzt auch nochmal. Zack. Dann wieder zurück. Ja, macht Spaß, ne? So. Guck mal. Tun wir mal die Puppen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No. She's my sister. Then set me free, and I will save you both. Ah! Shit! Hey, yeah, yeah, haben wir Glück gehabt. God damn it! Ich glaube, sonst wäre draufgegangen gerade, oder? That thing. It came from her. Bought its way out with it. Our lives. Lily. She... I need to find her. Bin mal gespannt, ob wir die finden. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Ah, da. Es ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt. Die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nichts dabei in der Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Muss sie nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dir noch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Hallo, ein guter Weinkeller. Heute hat sie Geburtstag. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als sie mich zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hatte ihm damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein und diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Und jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Es ist riskant, aber das ist unsere einzige Chance. Wenn es nicht funktioniert? Nein, es wird funktionieren. Das muss es. Okay. Psycho. Gut. Da gehen wir gleich rein. Gucken wir uns jetzt mal die anderen Räume hier an. Zack. Barely legible. But Rechnung, Fragen der Zeit, Wunderladen, Krakau. Okay. So, hier kommen wir ran. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Schönen Jahrestag, 10 Jahre, wie die Zeit vergeht, hä? Huh? Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus dem Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Hm, oh, wie lieb von ihr. Okay. Hier in der Ecke auch noch was? Da ist auch noch was, ne? Ein Teddy. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey.
The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Okay. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? What? Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht. In dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren. In ihr. Es frisst sie von innen auf. Zehrt von ihrer Kraft. Ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Oh Gott, ist der Typ da in ihr reingekrabbelt und will sie auch zum Platzen bringen? Das kann natürlich sein. Man weiß es nicht. Der Keller sieht so ein bisschen aus wie mein Keller. Nur ohne das Gruselige. Jesus. This thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Also. Bin mir nicht sicher, aber 27.02 war das nicht ihr Geburtstag? Okay. Geh mal auf X. Müssen wir zurückgehen. Also die Kombination ist auf jeden Fall eng von den Zetteln da garantiert. Die 2702, das eine Geburtstagsding da. Hier ist auch was. Ah. Ah, da. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Hey. Kann sie ja nicht wissen, sein Kind. Muss ich nebenbei. Wie sind wir gekommen, ne? Mal kurz hier reingehen. Das haben wir schon gelesen. Das ist nur den Schuh, den ich mir nochmal angucken kann. Mal gucken, ob ich da vielleicht. Glaube ich, ist keine Zahl. In denen. Ist ja vierstellig, haben wir rausgekriegt. Hab ich auch nichts drauf. Mist. Wie kann die Combination sein? Wie kann die Kombination sein? Wir gehen nochmal rein und gucken uns die Zettel nochmal an, die wir bekommen haben. Irgendwo müssen die ja draufstehen. Da ist auch irgendwas. Someone's used this door recently. Was it you, Thomas? Okay, jemand hat die Tür benutzt. Wir kennen hier leider auch nichts. Doch da. Was ist das? 167, ne? Kann man da erkennen, oder? 1, ne, was ist denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also es ist... Eins, sechs und neun wurde genutzt. Okay, pass auf.
169. Ist es vielleicht? 1969. Ist vielleicht? Okay. Eine von dir muss es sein, ne? Hm. Kurz weiter. Oh. Wir laufen mal wieder. Welche Tür zu? What will it take to get rid of that fucking thing? Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Okay, wir brauchen Power. Wo kriegen wir Power her? Mal gucken, ob wir hier sonst was finden. What is this place? Some sort of a Fallout Shelter? Fallout, das kann sein, ja. Zerschneide die ledrige Haut, mache ich doch. Oh, Alter, es wird immer schwieriger, die zu zerschneiden zwischendurch. Wenn man so blöde das Joypad da. Was willst du denn? Wie soll ich denn da. Was ist denn das? Das wird das Messer immer stumpfer, ich weiß es nicht. Okay. Hier sind da links. Like a way out, but it's half underwater. Hinter ist auf jeden Fall irgendwas, aber jetzt haben wir erstmal die Energie. Da ist nicht hier irgendwo? Da oben, ne? Oh, ist da. Irgendwas ist auch aufgegangen, aber die Tür kriege ich trotzdem nicht auf. Oder kann ich mit ihr da nur reingehen? Ja, okay. Schnell, schnell. Vielleicht löse ich mich auf und bin immer noch nicht da. Kann es ja nicht sein.
das? Muss man, glaube ich, irgendwie längs, aber... Falschen Weg gelaufen? Mach's nochmal. So. Nein, da geht's auch längs. Aha. Okay, wir müssen kurz überlegen, wo wir am besten längs kommen. Schnell, 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 schnell. Nicht längs. Okay, wir müssen jetzt zum Andringen bekommen. Gehen wir hier unten mal längs nochmal. Strom wird uns ja wahrscheinlich noch weiter runter im Atombunker auch helfen, irgendwie. Glaube ich zumindest. Hier rein. Oh Gott, so ein kleiner Ehrgarten hier. Können wir mal was ausstellen, oder nicht? Oh, perfekt. Maybe I could pump out the water from here. Vielleicht. Yes, it's on. Okay. Gucken wir uns die Anlage nochmal an. Water level. Level indicator measures water level in a given chamber. Water flow direction. Switch directions of water flow in jet. Okay. Nochmal. Shit. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Okay, also wir müssen die Dinger hier aufmachen. Das ist natürlich blöd. Aber wo können wir die finden, ist die Frage, ne? Gucken wir mal hier hin. Das ist mir erstmal was gelernt. Achso, warte mal. Ah, okay, jetzt check ich's. Gut. Das war ja natürlich easy peasy. Hätte man auch anders machen können. Okay, let's get a lay of the land. Okay, die Pumpen müssen wir irgendwie manuell anschalten, dann müssen wir mal da runter. Genau hin müssen, weiß ich eigentlich auch nicht, aber das werden wir schon rausfinden. Ah, the lower levels are flooded. I'm not much of a diver. Okay. Richtig viel können wir ja auch nicht machen.
nichts. Halt. Hier. Auch nicht. Warte. Auch nicht runter wegen dem Wasser. Da waren wir schon. Mal durch. Bringt uns ja gar nichts. Weil diese Tür hier, die sieht aus, wie gleich gesprengt wird vom Wasser. Was uns natürlich ein bisschen nicht so in die Hände spielt. Nun gut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem einen Halt oder eine kleine Pause hier und spielen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und so. Und dann, ja, schönen Abend. Tschüss.